Der Friede, die Gnade und die Barmherzigkeit Jesu Christi mit euch. 1000 Kilometer für Jesus. Das ist der Titel dieses Videos. Ja, wie viele Kilometer bist du für Jesus gegangen? Bist du die Extrameile gegangen? Oder denkst du dir, das machen die anderen? Möchtest du, dass deine Stadt errettet wird? Brennt es in deinem Herzen, dass all die Verlorenen in der Stadt, vom Penner bis hin zum Vorstandsvorsitzenden, vom Fahrradfahrer bis zum Ferrari-Fahrer, vom Hartz-IV-Empfänger bis zum Villenbesitzer, möchtest du, dass sie errettet werden? Möchtest du, dass dein Nachbar errettet wird? Wohnst du seit Jahren in dem Haus mit mehreren Parteien und keiner weiß, dass du Christ bist? 1000 Kilometer für Jesus. Wenn du wirklich Errettung für deine Stadt möchtest, dann bete. Bete dafür, dass die Stadt errettet wird, dass der Heilige Geist durch die Stadt durchweht, dass die Stadt von Gott erfasst wird. Jesus sagt im Johannesevangelium, bittet den Vater im Himmel, dass er Arbeiter in die Ernte schickt. Das meint, wir sollen darum beten, dass Leute erweckt werden, auch in den Gemeinden, und dass sie rausgehen sollen, dass wir als Christen, auch du, rausgehen sollen, um das Evangelium zu predigen. Denn wie sollen denn die Menschen von Jesus erfahren, wenn ihnen nicht gepredigt wird? Im Römerbrief steht drin, wie sollen sie es denn wissen, wie sollen sie es denn erfahren und dann auch tun und umsetzen, wenn es ihnen keiner sagt? Jeder Christ ist ein Evangelist. Und um den Boden vorzubereiten, sollten wir beten. Jeder Bauer, bevor er sät, ackert den Boden um, eckt ihn und dann sät er erst die Samenkörner. Und bevor wir rausgehen, sollten wir beten. Bevor wir die Leute ansprechen, einfach aus dem Nichts heraus, sollten wir vorbereitet sein. Wenn ihr in eine neue Stadt kommt oder wenn ihr in der Stadt, wo ihr lebt, schon lange lebt und ihr seht keine Erweckung und ihr seht, dass sich keiner bekehrt und dass die Christen nur in der Gemeinde sitzen am Sonntag und in der Kirche und sonst passiert nicht viel, dann geh raus, opfere Zeit für den Herrn, geh spazieren, geh durch die Stadt, wenn es möglich ist, jeden Tag. Fang an mit einer halben Stunde, ein weiteres aus oder morgens, abends, mittags, wann du Zeit hast. Und anstatt vielleicht eine Fernsehserie anzusehen oder sich mit Freunden irgendwie im Gasthaus zu treffen, geh hin und bete, sprich in Zungen und geh durch die Stadt und ackere den Boden um. Gott wird es ecken und dann wird gesät. Und oftmals kann man auch ernten. Oftmals ist es so, dass wirklich Früchte auf dem Acker schon rumliegen, aber wir sie nicht sehen, weil wir nicht beten. Weil uns der Heilige Geist nicht die Sinne öffnen kann, weil wir uns damit gar nicht beschäftigen. 1000 Kilometer für Jesus. Fangt an, für eure Stadt zu beten. Fangt an, für eure Familie zu beten, für eure Nachbarn. Geht ins Gebet, bittet Gott, stürmt den Himmel mit euren Gebeten. Betet dem Heiligen Geist und dann geht hin und predigt das Evangelium. Und ihr werdet sehen, die Frucht wird kommen. Seid mutig und unverzagt. Servus aus Niederbayern.